Hallo ihr Lieben, ich melde mich wieder mit wahrscheinlich einer Serie von Videos, denn heute am 22. August beginnen ist der Beginn von wieder 10 Portaltagen. Schon im Juli haben wir 10 Portaltage gehabt und Renate und ich haben eine Videoserie gemacht und jetzt ist es wieder so weit und ich möchte ganz gern, wenn es sich ausgeht, wieder jeden Tag ein Video machen, sodass wir uns gemeinsam begleiten können durch diese Zeit. Wobei ich das Gefühl habe, dass es diesmal ganz anders ist. Die letzte Zeit war so, wirklich, es war viel los, viel unangenehme Dinge. Und heute ist so eine friedliche, liebevolle Stimmung da. Und ich stotter ein bisschen, weil ich habe heute schon versucht, zum ersten Mal das Video aufzunehmen draußen. Eigentlich wollte ich draußen aufnehmen, weil es heute draußen so wunderschön ist und auch wirklich so friedlich, kein Lüftchen geht. Das ist strahlend blauer Himmel bei uns. Und dann hat die Pumpe der Nachbarin angefangen, mitten in der Meditation, die ich schon angefangen habe zu sprechen. Und es hat sich wirklich nicht mehr, ich konnte das nicht für euch weiterführen, weil ich habe mir gedacht, die Ablenkung ist dann so groß. Und das ist so lustig, weil es so ein Zeichen ist. Für mich so ein Zeichen, wie es die letzte Zeit war. Es war so viel gebremst. So viel man wollte und es ging nicht. Und die Menschen, ich habe so das Gefühl gehabt, so viele Menschen waren in dem auch drinnen, in diesem gebremsten Zustand. Und wir dürfen irgendwann wieder auftauchen aus diesem Zustand. Und es mag sein, dass viele Menschen noch darin bleiben, aber nicht jeder muss. Und vielleicht der oder die, die das Video ansieht, mag vielleicht auch raus. Und wir können so viel tun und es ist so viel Energie da, die uns unterstützt, parallel zu all dem anderen, das uns gerade so triggert. Und wir sind gerade in so einem Prozess, viele von uns zumindest, wo das Ego so wieder so angesprochen wird, mit all den Vorschriften, den Regeln, den Gedanken und Gefühlen zur ganzen Außensituation, zur persönlichen Situation. Jeder ist so in seinen eigenen Ängsten oder mit den Ängsten wieder konfrontiert oder mit Zorn, mit Ärger, mit Fassungslosigkeit, mit Ohnmachtsgefühlen, Ängsten, Gesundheitsthemen. Also es ist wirklich sehr massiv und das Leben verändert sich ja auch für die meisten. Und jetzt tauchen viele in so eine Bewegungslosigkeit ein. Auf der einen Seite sich unwohl mit den Umständen fühlen, aber zur gleichen Zeit das Gefühl zu haben, nicht in der Lage zu sein, etwas zu verändern. Und vielleicht haben wir deshalb so viele Portaltage in diesem Sommer, weil dann die Energie der Wandlung so da ist. Und wir bestimmen ja im Prinzip, wie wir denken und fühlen. Aber wenn von außen so viel scheinbar auf uns einströmt, dann bekommen wir das Gefühl einfach, oder wir tauchen so tief wieder in dieses Denken ein oder in die alten Glaubensmuster und werden bewegungslos. Und wenn wir aber daran glauben und die Zeichen lassen sich nicht mehr anders deuten, dass jetzt Veränderung stattfindet, ob wir nun spirituell denken oder nicht, es findet nun mal Veränderung statt. Die Welt hat sich in den letzten Monaten komplett verändert und sie wird sich einfach weiter verändern, das kann gar nicht anders sein, denn vieles geht zu Ende und vieles entsteht neu. Und das haben wir auf dieser Ebene, auf der materiellen Ebene, aber das darf auf der geistigen Ebene genauso sein, auf der spirituellen Ebene. Auf der Ebene, wie wir uns wahrnehmen, wie wir die Welt wahrnehmen, in ein anderes Stimmungsgefühl einzutauchen. Und das kann dann
noch weiter gehen, nämlich, dass wir auch tiefer in unsere Wahrnehmung eintauchen, tiefer in oder weiter in unser Angebundensein, in unseren Kontakt zur geistigen Welt, zu unserem spirituellen Sein, zu unserer Seele. Also auf allen Ebenen findet Veränderung statt und wir bestimmen, wie weit wir Veränderung zulassen, wie weit wir in sie hineintauchen und wie sehr wir oder wie sehr wir in Widerstand gehen. Und jetzt liebt der Mensch Veränderung nun mal nicht. Und das bedeutet, dass wir mutig sein müssen jetzt oder sein dürfen, uns hineinbegeben in ein Feld, in eine Energie, in eine Zeit, die wir nicht greifen können. Wir können nicht auf den Erfahrungen der Vergangenheit die Zukunft aufbauen. Und das ist es wahrscheinlich auch, warum das jetzt so massiv alles ist. Weil wollen wir die Zukunft wirklich komplett neu gestalten, dann dürfen wir zumindest nur noch zum Teil auf den Erfahrungen der Vergangenheit aufbauen. Natürlich, alles können wir nicht wegwerfen oder brauchen wir auch nicht wegwerfen, aber viele unserer Gedankenmuster zumindest, viele unserer Weltvorstellungen, unserer, auch selbst unserer spirituellen Vorstellungen, wie die Welt ist, wir stellen sie uns vor und doch scheint sie ganz anders zu sein. Und es geht jetzt darum, unseren Geist zu öffnen. Und Portaltage geben diese Möglichkeit. Da geht es noch leichter, weil da sind die Tore noch weiter offen. Und da kommt ein Schub an neuer Energie herein, der uns durchschwingt. Und wenn wir mitgehen in der Zeit, dann kann starke Veränderung stattfinden, von der Zellebene über unsere Schwingungsebene, unsere Bewusstseinsebene und unsere Zugänge. Und wenn du möchtest, dann begleite mich an diesen Tagen. Ich weiß selbst noch nicht, was genau kommen wird, auch was vielleicht für Botschaften kommen werden, für Übungen kommen werden, aber jeden Tag möchte ich, wenn es mir irgendwie gelingt, zumindest ein kurzes Video machen. Ich möchte das Ganze diesmal auch auf YouTube stellen, zum Nachhören, weil ich denke, all diese Dinge, die gelten nicht nur für den einzelnen Tag, sondern das kann auch später hilfreich sein, weil die Entwicklung geht immer weiter und Atemübungen oder Reinigungsübungen oder auch selbst Channelings haben auch für später eine Bedeutung. Und so möchte ich es parallel laufen lassen, die Videos auf Facebook stellen und aber auch auf YouTube. Und wenn du dabei sein möchtest, dann kannst du gerne auch unseren YouTube-Channel abonnieren. Energetika Akademie, es ist ganz leicht zu finden. Und ich kann es auch den Link unter das Video stellen. Und dann kannst du jeden Tag einfach die Videos anschauen oder vielleicht auch später. Heute, an diesem ersten Tag, möchte ich eine Reinigungsübung machen, wo wir alles loslassen können, was so in den letzten Tagen, Wochen und Monaten uns beschäftigt hat. Denn je klarer und reiner der Geist wieder ist, desto leichter können wir auch wieder in die Herzensenergie eintauchen und auch uns öffnen für neue Ideen, neue Inspiration, für die Spiritualität, für die Energien. Wir kommen dann wieder ins Spüren. Dieses viele Denken und dieses viele Verhaftetsein in unseren Emotionen und Gedanken, das bringt uns ganz weit weg von unserem Fühlen, auch von unserer Lebensfreude. Aber all dieses, das Fühlen, die Lebensfreude, die Lebendigkeit, das Spüren der Natur, das Spüren
der Liebe, der Herzensenergie, das öffnet uns für neues Bewusstsein und lässt uns das auch, lässt uns aus dem Widerstand gehen. Ja, all das, was da uns die letzten Wochen und Monate getriggert hat, das hat immer nur oder bei vielen ausgelöst, ich will nicht, das soll so nicht sein, ich mag nicht, ich will die Angst nicht, ich habe Angst. Aber das ist auch Angst, ist ein Widerstand, das ist nicht zulassen, was ist, ja, oder was kommen mag. Und das ist ganz weit weg von Spüren. Das Spüren nimmt wahr, das beobachtet, das erfasst mit allen Sinnen, das schaut sich an und dann lässt es auch neue Informationen zu, wie jetzt zu gestalten ist. Und dafür braucht es einen klaren Geist und ein leichtes Herz oder zumindest die Möglichkeit, ins Beobachten zu gehen. Und wenn du magst, dann mach jetzt mit mir die Reinigungsübung mit. Die kannst du auch immer wieder machen. Du kannst dir das Video immer wieder anschauen, kannst es ja vorspulen zur Übung. Und dann diese Reinigung, die darf jeden Tag sein, weil es kommt jeden Tag wieder Neues auf uns zu, das uns vielleicht wieder ein bisschen einschränkt in unserer Wahrnehmung. Und so bitte ich dich jetzt, die Augen zu schließen. Dich in deinem Hiersein zu spüren, bei dir anzukommen. Und dazu nimm ein paar tiefe Atemzüge. Atme langsam und tief in den Bauch hinein. Nimm dir für das Einatmen Zeit. Und dann nimm dir für das Ausatmen Zeit. Lass dich hineinfließen in den Atem. Und spüre, wie auch der Atem in dich hineinfließt. Wie der Sauerstoff hereinfließt und hinunterfließt bis in deinen Bauch. Und mit jedem Atemzug fließt es tiefer und tiefer. Und du kannst dir vorstellen, wie mit dem Atem Licht hereinfließt in dich. Und dieses Licht breitet sich aus. Es fließt in jede Zelle, in deinen gesamten Körper, bis hinunter in die Zehenspitzen. Und bis hinauf zu deinem Scheitel. Atemzug für Atemzug. Licht. Und jedes Licht verdrängt das Dunkel. Und so kannst du dir vorstellen, während du Licht einatmest, atmest du Dunkel aus. Und Dunkel bedeutet nicht schlecht, es bedeutet verdichtet. Jede Emotion, die schwer ist, die traurig ist, voller Zorn ist, voller Trotz,
verdichtet. Es fließt nicht, sondern es stockt. Und Verdichtung bewirkt Verdunkelung, weniger Licht. Und so kannst du dir vorstellen, dass du dunkel ausatmest, dass zugleich aber auch das Licht in das Dunkel fließt und jede Verdichtung wieder auflöst im Licht. Und so löst sich Angst auf, so löst sich Trotz auf, so löst sich Ärger auf, Traurigkeit. Überall fließt das Licht ein und löst auf. Und vielleicht kannst du spüren, wie es leichter wird in dir, wie Licht in deine Gedanken fließt. Und wenn Licht in Traurigkeit fließt und sich die Traurigkeit auflöst, dann fließen vielleicht ein paar Tränen und danach wird es leicht und still. Wenn sich Ärger auflöst, werden die Muskeln wieder weich und Friede kehrt ein. Wenn sich Angst auflöst, dann wird es wieder weit in dir. Aus deiner Zurückgezogenheit, aus deinem dich in dir zurückziehen, dich klein machen, dich schützen, wirst du wieder weit, du öffnest dich, breitest deine Arme wieder aus. Und saugst das Leben in dich auf. Die Freude kehrt zurück. Dein Herz geht über. Und all das geschieht jetzt, indem das Licht in dich einkehrt und alles auflöst, was im Moment da ist. Selbst der Schmerz darf im Licht leicht werden. Und du darfst dich in deinem Schmerz liebevoll umarmen. Fürsorglich für sich da sein. Du bist deine Mutter, nicht deine Mutter im Leben, deine eigene. Und du darfst in diesem Moment liebevolle Mutter sein. Trägst dein Muttersein in dir, egal ob du Mann oder Frau bist, egal ob du Kinder hast. Und du darfst jetzt ganz fürsorglich und liebevoll für dich da sein. Und in dieser Liebe
löst sich noch mehr von deinen Emotionen auf. In dieser Liebe findest du Geborgenheit. Und diese Liebe ist Teil der göttlichen Liebe. Es ist nicht nur deine Liebe für dich. Du bist geliebt. Du bist Teil der großen Liebe, der einen Liebe. Der Liebe, die alles durchdringt, die alles erschaffen hat. Diese Liebe fließt jetzt in dir, so wie das Licht in dich einfließt, fließt die Liebe in dich ein. Liebe und Licht sind eins und du atmest Liebe. Und Licht. Und in dieser Liebe, in diesem Licht, reinigt sich dein Sein. Und du darfst wieder weit werden. Bindest dich an das reine Sein. So fühlst du dich immer klarer, immer lichter, immer reiner, immer liebevoller. Freudvoller, dein Herz geht auf und du spürst dich, dein Wesen, denn dein Wesen tritt wieder hervor, das Wesen, das verdeckt war. Durch all die Gedanken, Emotionen und Energien, die nicht deine waren, die nicht deinem wahren Ursprung entsprochen haben. Dein wahrer Ursprung ist Bewusstheit. Und so nimmst du dich wieder wahr. Spürst dich präsent und klar, bewusst und gleichzeitig freudvoll, liebevoll, neugierig. Vielleicht auch neugierig auf die nächsten Tage und was sie an Geschenken für dich bringen werden. Und so nimm noch ein paar tiefe Atemzüge. Spür dich in deiner neuen Leichtigkeit, in deiner Klarheit, in deiner Präsenz. Und dann kannst du die Augen wieder öffnen. Ich hoffe, das hat dir gut getan und ich freue mich, wenn du die nächsten Tage auch wieder dabei bist. Und selbstverständlich dürfen die Videos geteilt werden. Ich würde mich darüber freuen, denn es geht darum, dass viele Menschen aufwachen, sich anders spüren,
mit neuer Liebe und Freude in das Leben gehen. Und ja, wenn wir alle wieder in eine andere Energie eintauchen, in die Leichtigkeit, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und uns ein bisschen helfen, wieder in die Leichtigkeit zu finden, dann wird es uns allen bald wieder besser gehen. Also, ich freue mich auf dich und bis morgen. Alles Liebe. Ciao.